Hallo zusammen. Ich möchte heute mal über die Enttäuschung reden. Was ist denn die Enttäuschung eigentlich? Also wir verbinden die Enttäuschung meistens mit etwas Negativem, ja? Also wenn man enttäuscht wird, dann fühlt man sich schlecht. Dann tut man einem anderen Menschen etwas vorwerfen. Ja, du hast mich enttäuscht oder ich bin vom oder dem Leben etwas vorwerfen. Ich bin vom Leben enttäuscht. Oder den Kindern etwas vorwerfen, ich bin enttäuscht von dir. Und meistens löst das auch im Gegenüber eine negative Reaktion aus. Aber was ist eine Enttäuschung überhaupt? Eine Enttäuschung ist das Ende einer Täuschung oder das Wegnehmen einer Täuschung. Wie zum Beispiel auch, wenn man ein Auto entriegelt oder etwas entriegelt, dann nimmt man die Verriegelung weg. Und vom Wortstamm her ist das ein Wegnehmen der Täuschung. Und wenn man es so betrachtet, dann ist die Enttäuschung etwas Positives. Ja, also die Enttäuschung, wenn wir enttäuscht werden, dürfen wir froh sein, dass wir enttäuscht werden, sozusagen. Denn die Enttäuschung bringt uns dazu, Dinge klarer zu sehen. Und woher kommt es, dass wir in unserem Leben so oft enttäuscht werden? Das kommt daher, dass wir in unserem Leben im Erwachsenwerden, im Prozess des Erwachsenwerdens, ganz viel Vorgaben bekommen, ja, ganz viel lernen, wie hat etwas zu funktionieren, wie funktioniert die Welt, was erwarten andere von dir? Was ist gut, was ist schlecht? Was ist gut, was ist böse? Was, ja, nach was sollte man streben und was sollte man eher ablehnen? Und das sind alles Vorgaben, die wir bekommen. Aber gewisse Dinge sind stimmig und fühlen sich gut an und gegen andere Dinge also bauen wir einen gewissen Druck auf. Wir spüren, dass da etwas nicht stimmt, dass das nicht mit unserem Gewissen, unserem Herz, ja, unserem Bauchgefühl übereinstimmt. Und das Leben, die Realität bringt uns dann dazu, dass irgendwann wir enttäuscht werden. Das heißt, wir erkennen, dass dies, was wir gelernt und mitbekommen haben, gar nicht stimmig ist oder für uns nicht richtig ist. Und dann werden wir enttäuscht. Und wir neigen oft dazu, die Enttäuschung nicht als das anzuerkennen, was sie ist, nämlich etwas Positives, sondern wir neigen dazu, wenn wir enttäuscht werden, das wegzudrücken. Ja, negativ, ich will nicht enttäuscht werden. Und nichts daraus zu lernen. Das heißt, einfach so weiterzumachen wie bisher und diese Dinge, die an uns herangetragen wurden, während wir groß geworden sind und auch noch im Erwachsenenalter, einfach nicht weiter zu hinterfragen, sondern einfach weiterzumachen und wir versuchen dann die Enttäuschungen zu vermeiden oder sie kleinzureden oder wirklich wegzudrücken. Wir leben aber immer noch in dieser Realität. Wir leben immer noch mit unserer Anbindung, ja? Wir leben noch mit unserem Bauchgefühl, unserem Herzen und wir spüren, wenn etwas nicht stimmig ist. Und wenn wir Dinge wegdrücken, dann kommen sie irgendwann mit noch größerer Wucht zurück. Und irgendwann wird die Enttäuschung dann immer, immer größer und immer, immer belastender. Deswegen dürfen wir schon ganz früh erkennen, dass eine Enttäuschung etwas Tolles ist. Wenn wir enttäuscht werden, dann sehen wir klarer, können quasi schauen, was war denn nicht richtig, was ich gelernt und mitbekommen, welches Weltbild, das ich von anderen übernommen habe, war denn für mich nicht passend. Ja? Und was kann ich daran ändern? Ja? Was ist stimmiger, was ist passender? Und diese Enttäuschung, die ist deswegen so, so wichtig für uns. Und auch, dass wir den Erwartungen anderer nicht mehr blind folgen. Ja? Uns werden ja Erwartungen werden an uns herangetragen von allen möglichen Seiten, von Politik, von Medien, von Eltern, von Großeltern, von Freunden, von der Schule, vom Arbeitgeber. Ja? Wir werden dauernd mit Erwartungen konfrontiert. Und wir merken aber, dass gewisse Erwartungen, dass wenn wir diesen Erwartungen nachkommen, dass es uns nicht gut tut. Und wir dürfen wieder erkennen, dass oftmals die Erwartungen so lange auf uns einprasseln, dass wir denken, diese Erwartungen hätten wir an uns selbst. Also wir projizieren diese Erwartungen auf uns, integrieren diese Erwartungen, ohne zu überprüfen, sind es denn meine Erwartungen, die wirklich in Einklang stehen mit dem Leben, mit meinem Weltbild, ja, was ich auch durch Enttäuschungen gebildet habe und nicht, was auf einer fehlerhaften Basis passiert, weil ich Enttäuschungen immer weggedrückt habe. Ist das stimmig? Passt das zusammen oder passt das eben nicht? Und diese Erwartungen,
die andere an uns haben, die können auch schon nicht mehr da sein und wir fühlen sie trotzdem noch. Also beispielsweise, es gibt Menschen, die Erwartungen an uns haben, zum Beispiel Eltern, und die Eltern sind schon von uns gegangen oder haben diese Erwartungen einfach nicht mehr oder sind einfach nicht mehr in unserer Nähe. Wir haben nicht gelernt, ständig zu hinterfragen, passt das denn noch oder hat das überhaupt jemals gepasst, sondern wir tragen diese Erwartungen oft ein Leben lang mit uns herum, ohne diese zu hinterfragen. Und das Leben schickt uns mit den Enttäuschungen genau diese Signale, die wir brauchen, um uns dem zu stellen, also den Impuls zu bekommen, diese Erwartungen aufzulösen und endlich mal zu reflektieren, was möchte ich eigentlich? Ja, wie werde ich souverän? Was sind meine eigenen, ja, Impulse, Leidenschaften? Wofür brenne ich überhaupt? Und deswegen dürfen wir diese Erwartungen umarmen und sagen, ja, diese Enttäuschungen umarmen und sagen, ja, da ist eine Enttäuschung und endlich kann ich frei von der Täuschung werden und ein Stück weiter mich entwickeln, meine Persönlichkeit entwickeln. Und genauso ist es wichtig, dass auch Kinder, ja, im Heranwachsen diese verschiedensten Vorbilder haben, denn Kinder an sich müssen natürlich ihre, ja, wofür sie brennen, wer sie sind, ihren Charakter erstmal entwickeln. Und dafür brauchen sie erstmal Vorbilder, die ihnen gewisse Dinge vorleben, die vielleicht auch gewisse Erwartungen haben. Sie brauchen aber die Vielfalt. Sie picken sich von allen möglichen Menschen, zu denen sie eine Bindung haben, Dinge heraus und überprüfen das. Passt das zu mir? Will ich das in meine Persönlichkeit integrieren oder lehne ich das ab? Und nur so kommen wir später zu einer Gesellschaft mit Menschen, die wirklich wissen, wofür sie brennen, die wissen, die auch einen Beruf mit Freude ausüben, die dem Beruf noch in dem Wortstamm her, wo es noch eine Berufung ist. Und das bringt Freude und Liebe raus in die Welt, steckt andere wiederum an. Das bringt der Wirtschaft viel mehr, weil diese Menschen viel produktiver sind, viel innovativer sind und führt also zu einer Vielfalt von positiven Dingen und somit zu einer, ja, gesunden, lebendigen, liebevollen, innovativen Gesellschaft, die auch sich um hier die Umwelt und die Natur kümmert. Denn wenn man sich um sich selbst kümmert, wenn man seine Enttäuschungen ernst nimmt und, wie gesagt, das Innenleben quasi sauber hält, sage ich mal, und auch negative Gefühle einfach auch mal zulässt und eine Enttäuschung, die sich blöd anfühlt, zulässt, weil man weiß, dass daraus etwas Besseres entstehen kann oder dass man sich daraus entwickeln kann, dann achtet man auch auf das Außen. Ja, wie im Innen, so im Außen, sagt man ja. Erst die innere Arbeit, dann strahlt man das nach außen und dann darf man auch gerne im Äußeren quasi reflektieren, was in einem Inneren schon vorgearbeitet ist, sage ich mal. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir uns von Erwartungen freimachen, überprüfen, was sind denn meine eigenen Erwartungen an mich selbst und habe ich vielleicht Erwartungen an mich selbst, die ungesund sind? Mache ich mir zu viel Druck? Ich darf natürlich auch Erwartungen von anderen Menschen spüren und nicht sagen, ja, ich bin Weisheitsletzter Schluss, ich bin der Weise und sitze jetzt hier und mir ist alles egal. Darum geht es nicht. Es geht darum, auch natürlich noch Empathie zu empfinden und die Erwartungen anderer Menschen zu spüren, zu fühlen, aber trotzdem dann gleich zu überprüfen. Ist es eine Erwartung, die vielleicht sinnvoll ist für mich, wo ich vielleicht integrieren kann, ohne Druck, die ich mit Freude integrieren kann und dankbar sein kann, dass dieser Mensch mir das mitgeteilt hat, entweder verbal oder auch nonverbal, nur energetisch oder was auch immer. Oder ist es eine Erwartung, nee, die tut mir nicht gut, das ist eine Erwartung, die er oder sie von der Gesellschaft übernommen hat und auf mich jetzt weiter projiziert und das setzt mich nur unter Druck, das fühlt sich nicht gut an, dann darf man auch sagen, nein, diese Erwartung weise ich von mir, ja? die integriere ich nicht. Die passt nicht zu mir, die passt nicht zu meinem Charakter, zu meinem Gewissen, zu meiner Wertevorstellung. Ja? Also ganz, ganz wichtig, froh sein über Enttäuschungen, denn die Enttäuschungen befreien einen von Erwartungen, führen einen zum authentischen, souveränen Charakter, zu einem realistischen Weltbild auch für sich selbst und somit auch zu einem positiven, liebevolleren Ausdruck der Persönlichkeit. Entweder sei es in Beziehungen, sei es in der Erziehung, sei es im Beruf, in allen Bereichen. So viel dazu und wir sehen uns im nächsten Video. Ciao.